Hallo ihr Lieben, willkommen zum neuen Video. Heute experimentieren wir hier ein bisschen. Das machen wir zusammen. Und ja, schaut einfach mal zu, was ich da mache. Ich will euch das ein bisschen vor Augen halten, was da abgeht mit der Temperatur vom Kolben, wenn man den jetzt heiß macht. Leute, das ist hier alles experimentell. Aber ihr müsst euch das in Augen halten, wenn der Motor dann überhitzt. Was dann passiert mit dem Kolben? Der Hammer hat 1,2 Kilo. Ja, mit der Pressluft kurz ein bisschen abkühlen. Und dann geht er so richtig nach unten. Ne? So, hier ist der Zylinder wieder leicht abgekühlt. Aber der hat immer noch Temperatur drauf. Der hat mindestens immer noch 90 Grad. Der Zylinder selber. Der Kolben, der kühlt immer ein bisschen schneller ab. Aluminium hat halt... Er hat halt diese Eigenschaften. Aluminium wird schnell heiß. Er kühlt auch schneller ab. Aber man muss bedenken, das sind immer zwei verschiedene Materialien hier. Das ist nicht so, wie wenn jetzt ein Aluminiumzylinder da wäre. Das ist jetzt ein Gusszylinder hier. Und ja, wie man sieht hier, ja, das braucht schon eine Weile hier, bis der Kolben quasi mit der Last nach unten gedrückt wird. Ne? Und ihr müsst dann euch vorstellen, wenn er ohne Öl fährt und ja, das ganze Zeug geht dann über 100 Grad, dann gibt es halt diesen Crash oder diesen gewissen Kolbentreiber. Ja, das sind ja gewaltige Kräfte, wo da hinten stecken. Dann gibt es einen gewaltigen Crash. Ne? Das klar, da geht nichts mehr. Wir machen hier nochmal einen Versuch. Zylinder ist wieder abgekühlt. Aber ihr werdet später sehen. Ich halte den Thermometer, den Laserthermometer noch dran. Zeige euch noch ein bisschen genauer. Bei wie viel Grad die Zylindertemperatur liegt und die Kolbentemperatur. Man könnte das Ganze hier noch ein bisschen genauer machen, aber... Ja, ich mache das einfach als Demonstrationszweck hier, dass jeder sieht, was da wirklich dahinter steckt. Wenn man zum Beispiel hergeht und die Goldman-Bolzen Mutter nicht mit dem richtigen Drehmoment anzieht, ja, dann ist das halt ein bisschen so eine Sache. Ne? Jo, schaut auf meinen Kanal rein, das sind zwei Videos, wo ich das ausführlich erklärt habe, okay? Wir machen jetzt hier weiter. Wir geben jetzt wieder hier Auflast auf den Kolben und lassen ihn kurz wieder abkühlen. In dem Fall ist das ein bisschen verfälscht hier, weil der Hammer nimmt auch ein bisschen die Wärme weg vom Kolben. Aber das spielt ja keine Rolle. Ich will euch bloß zeigen, was da abgeht, ne? Wenn der Kolben sich dann ausdehnt. Ja, über 100 Grad heiß, der Zylinder selber. Und der Kolben wird jetzt so langsam kalt und geht automatisch nach unten. Das heißt, der ist wieder circa bei seine 80 Grad angelangt. 75 Grad, je nachdem. Aber die Zylindertemperatur ist immer noch heiß hier. Die wird so circa bei 95, 100 Grad sein, ein bisschen weniger. So. Nach kurzer Zeit abgekühlt. Ja, das Ganze kühlt auch schneller ab, ja klar, weil das ist ja nur der Zylinder hier und der Kolben. Ne? Da ist kein Motor dran, da ist keine Kurbelwelle und das ganze Zeug, das hängt ja nicht alles zusammen. Wenn der Motor zusammengebaut ist, dann ist das Ganze so richtig heiß. Ne? Es bleibt halt länger heiß, heißer wie sonst. Ja, hier wieder die Messung, habe ich doch gesagt, also... Teilweise 100 Grad, 99, je nachdem, ne, liegt die Temperatur hier, der Zylinder selber. Ja, ihr Lieben, bitte benutzt einen Drehmomentschlüssel, wenn ihr einen neuen Zylinder einbaut. Egal, was ihr da einbaut, ob wassergekühlt oder luftgekühlt, immer mit dem Drehmomentschlüssel die
vier Motoren anziehen. Maximale Drehmoment ist bei Piaggio, LC oder Luft 10 Newtonmeter, maximal 11 Newtonmeter. Dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Dann kann euch nichts passieren, außer ihr habt ihr eine schlechte und magere Abstimmung. Zu der ganzen Motorgeschichte immer ein Drehmomentschlüssel benutzen, bitte. Wir messen nochmal. Also, Zylindertemperatur bei 95, je nachdem. Die Kolbentemperatur ist jetzt weiter nach unten gegangen. 80 Grad, 81 Grad, je nachdem, schwankt ein bisschen. Hast du schon ein Abo? Lass dein Abo da, lass ein Like da und weiter teilen. Nicht vergessen. Merci, vielen Dank euch. Ja, hier wird sie höher, klar, mit der Flamme. Muss ja höher werden, die Temperatur. Und schon in dieser geringen Zeit, wo ich jetzt hier quasi den Bunsenbrenner gegen den Kolben halte, da geht nichts mehr. Der Kolben hat sich quasi schon um diese 0,1, 0,2 mm hat er sich schon quasi ausgedehnt. Ja, geht nichts mehr. Schaut zu. 1,2 Kilo, Kolben bleibt oben, der bleibt einfach stecken. Ich habe das Ganze hier ohne Kolberringe gemacht, weil mit die Kolberringe war es ein bisschen schlechter zu zeigen. Ja, weil die klemmen dann umso mehr. Das wäre mal auch eine Möglichkeit, das auch mit eingebauten Kolberringe euch zu zeigen. Jo, kommt vielleicht im nächsten Video, mal sehen. Ja, ihr Lieben, seid gespannt, lasst euch einfach überraschen, ne? Da wird auf jeden Fall noch was kommen. Wenn ihr aufgepasst habt, habt ihr gesehen, wie der Kolben schön nach unten sich bewegt hat. Er geht jetzt ganz von alleine runter, hat sich wieder abgekühlt, der Kolben. Das macht er relativ schnell in die Umgebungslufttemperatur. Hat nicht lange gebraucht. Und weiter geht's, ihr Lieben. Jetzt machen wir mal den Zylinder mal so richtig heiß. Und geben wir ein bisschen Gas hier, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann machen wir ein bisschen warm das ganze Zeug, dass sich der ausdehnen kann. Dass sich die Zylinderlaufbahn ausdehnen kann, um diese 0,2 mm, 0,1. Ne, die muss sich ausdehnen, das geht nicht anders. Ja, Temperatur jetzt momentan bei circa so 70 Grad hier. Messgerät ist auch nicht das... nicht ganz ultra genau hier, aber sieht 70 Grad, ja, 68. Jetzt werde ich mal den Kolben hier auch richtig heiß machen. Dann werde ich den Kolben Kopf rüber machen, verkehrt rum und im Zylinder quasi einstecken. Und dann werde ich den so richtig heiß machen, den Kolben und Zylinder genauso. Aber der Kolben ist jetzt dermaßen so heiß hier, der wird circa bei so 80, 90 Grad sein jetzt in dem momentan, ne? Schätze ich mal. Und der hat sich schon richtig ausgedehnt, also ein gute 0,2 mm hat er sich ausgedehnt. Ja, wie gesagt, mit diesen 0,2 mm, wo der Kolben sich ausdehnt, geht ja nicht mehr durch die Zylinderwände, geht nicht mehr. Der Zylinder muss sich weiterhin ausdehnen. Und jetzt werde ich den so richtig erhitzen, auch von den Kühlrippen her, von außerhalb. Ja, dann wird sie merken, dass der Kolben ganz von alleine nach unten gleitet. Aber erst nachdem ich den Zylinder so richtig warm gemacht habe hier, ja, Betriebstemperatur kann man sagen, der so ja, gute 100 Grad heiß wird es hier sein, den Kolben auch richtig heiß machen, dass ich mache den absichtlich heiß, dass er sich richtig ausdehnt, der Kolben. Ja, um das euch ein bisschen besser zu zeigen hier. Ja, 120 Grad, circa um die 120 Grad ist das Ganze jetzt heiß. Also über 100 Grad auf jeden Fall. Und jetzt weiterhin heiß machen, dass er sich ausdehnt. So, und jetzt wird er dann merken, dass er Kolben so langsam, aber sicher nach unten gleitet. Die Zylinderaufbahn hat sich so richtig ausgedehnt jetzt. Der Kolben ist jetzt ganz nach unten gelandet, nachdem sich die Zylinderlaufbahn ausgedehnt hat von der Temperatur. Richtig heiß das Ding noch. Ja gut, 100 Grad, 120 Grad sind schon heiß. Will ich nicht anlangen.
Ja, und der flutscht ganz von alleine raus, der Kolben. Ne? Der Zylinder ist jetzt richtig heiß. Der wird so über 110 Grad jetzt sein, der Zylinder. Die Temperatur. Der Kolben liegt bei circa so 80 Grad jetzt hier und ja, man sieht es, wenn er frei ist an der Umgebungstemperatur, jetzt so wie circa 20 Grad, jetzt Raumtemperatur, kühlt er ziemlich schnell ab. Also Aluminium halt, ne? Nimmt halt schnell die Wärme an und ja, er kippt auch die Wärme auch schneller ab hier. Ne? Deshalb sind Aluminiumzylinder besser als ein Gusszylinder. Ja, Guss ist halt ein Material, wo länger braucht sich zum Ausdehnen. Aluminiumzylinder ist halt perfekt, weil der wird halt schneller warm, heiß, kommt schneller auf Betriebstemperatur, der Aluminiumzylinder. Ja, und mit dem Aluminiumzylinder ist es halt ein komplett anderer Motor, kann man sagen, weil der Aluminiumzylinder ist besser als der Gusszylinder. Es gibt halt weniger Kolbenfresse, sagen wir so, weniger Reiber. Man kann aber auch einen Aluminiumzylinder verschrotten. Ja, wie gesagt, wenn die ganze Abstimmung nichts ist und der läuft zu mager, der Motor, ja, dann frisst auch einen Aluminiumzylinder, geht auch kaputt. Ja, die Nickel-Silber-Schichtung wird aufgerieben und es gibt richtig tiefe Riffen und dann ist dann nur der reine Aluminium zu sehen und dann ist der Zylinder wirklich tot. Ne? Was an und für sich der Gusszylinder ein bisschen resistenter macht, aber es hat alles seine Vor- und Nachteile, Leute. Wie man es macht, ist eben nichts, ne? Wie ihr selber merkt, ihr mit Aluminiumzylinder, Gusszylinder. Ja, was will man machen? Aber wenn man sich an gewisse Spielregeln haltet, wie zum Beispiel die Zylinderkopfmuttern mit dem Drehmoment, mit dem richtigen Drehmoment anzuziehen, dann passieren solche Sachen hier nicht. Ja, dass man den Motor richtig den richtigen Vergaser spendiert, die richtige Bedüsung und das ganze Zeug nicht zu mager laufen lässt, den richtigen Luftfilter, weil der Luftfilter ist auch wichtig, wenn man den zu grobporig nimmt, ja, dann muss man wieder die Bedüsung anpassen. So, ihr Lieben, noch ein paar Tipps zum Schluss. Polradabzieher braucht ihr unbedingt, einen Drehmomentschlüssel braucht ihr unbedingt und ein Kompressionsmessgerät braucht ihr auch unbedingt. Alles andere macht keinen Sinn zum Schrauben. Diese drei Geräte müsst ihr unbedingt haben. Wenn ihr an euren Zweitakter Fehler beheben möchtet und zum Beispiel den Polradzauber abziehen möchtet und ja, die Zylinderkopfmuttern sauber mit dem Drehmoment anziehen möchtet, braucht ihr dieses Werkzeug. Ohne diese Werkzeuge und diese Schlüssel braucht ihr gar nicht anfangen. Videoende, ihr Lieben, bedanke mich bei euch für Zuschauen, für Zuhören. Kommt schrottfrei von A nach B. Denkt dran, ein kostenloses Abo dazu lassen. Dankeschön, ihr Lieben. Ihr würdet mich sehr unterstützen. Bis Weihnachten 2000 Abos möchte ich erreichen. Jo, des Weiteren Like nicht vergessen und das Weiterteilen natürlich. Kommt schrottfrei von A nach B. Ich wünsche euch was. Tschüss miteinander. Ciao, 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 ciao.